Mitbürger. Eigentlich sollte Peter Conradi hier sprechen heute. Mit ihm zusammen haben wir diese Initiative gemacht, aber er hat einen Knochenbruch erlitten, kann nicht kommen. Jetzt muss ich das halt machen, obwohl ich nicht so geeignet bin, aber ich werde versuchen, es einigermaßen möglich zu tun. Also liebe Obenbleiber und Obenbleiberinnen, im Bundestagswahlkampf 2013 hat das umstrittene Bahnprojekt Stuttgart 21 bisher fast keine Rolle gespielt. CDU, SPD und Grüne waren gleichermaßen bemüht, dieses Thema aus dem Wahlkampf herauszuhalten. Deshalb haben wir eine Gruppe Stuttgarter Bürgerinnen und Bürger in einer Zeitungsanzeige am 13. September darauf hingewiesen, dass das Prestigeprojekt S21 finanziell, technisch und rechtlich aus dem Ruder gelaufen ist und dass ein Ausstieg aus dem Projekt immer noch möglich ist, und zwar zu vertretbaren finanziellen Kosten. Die nächste Bundesregierung, egal in welcher Koalition, wird sich mit S21 und möglichen Alternativen befassen müssen. Deshalb haben wir alle Stuttgarter Bundestagskandidaten aufgefordert, sich zu S21 zu äußern. Das waren unsere Fragen. Sind Sie angesichts der finanziellen, technischen und rechtlichen Probleme für einen Weiterbau von S21? Oder sind Sie für einen Baustopp von S21 und die Prüfung von Alternativprojekten, zum Beispiel K21, Sanierung und Ertüchtigung des Kopfbahnhofs? Von den 26 Kandidatinnen und Kandidatinnen, die sich in den beiden Stuttgarter Wahlkreisen bewerben, haben zwei sich für einen Weiterbau von S21 entschieden. Neun waren für einen Baustopp von S21 und die Prüfung von Alternativen. Zwei Kandidaten haben unsere Fragen nicht beantwortet und stattdessen längere Texte geschickt. 13 Kandidaten, vor allem der kleineren Parteien, darunter auch die CDU, haben unsere Fragen nicht beantwortet. Für den Weiterbau von S21 haben sich erklärt im Wahlkreis Stuttgart 1 Judith Skudelny, FDP, im Wahlkreis Stuttgart 2 Karin Mark, CDU, für einen Baustopp von S21 und die Prüfung von Alternativen haben sich erklärt im Wahlkreis Stuttgart 1 Cem Özdemir, die Grünen, Christina Frank, Linke, Christian Thome, Piraten, Dieter Bauer, ÖDP und Frank Schweizer, Netzwerke. Im Wahlkreis Stuttgart 2 haben sich für den Baustopp erklärt Bigi Bender, die Grünen, Marta Aparicio, Linke, Jürgen Martin, Piraten und Carola Eckstein, Netzwerke. Mit längeren Erklärungen haben geantwortet aus dem Wahlkreis Stuttgart 1 Ute Vogt, SPD, sie ist eher grundsätzlich für S21. Aus dem Wahlkreis Stuttgart 2 hat mit längerer Erklärung geantwortet Nikolaus Schäfstoß, SPD, eher kritisch zu S21. Nicht geantwortet haben im Wahlkreis Stuttgart 1 Stefan Kaufmann, CDU. Sowie 12 weitere Kandidaten aus beiden Wahlkreisen. Wir denken, dass diese Antworten für alle Stuttgarter Wählerinnen und Wähler wichtig sind,
Sie wählen mit Ihrer Erststimme den Kandidaten, die Kandidatin, die Sie im nächsten Bundestag haben wollen. Gewählt ist dabei, wer die meisten Erststimmen im Wahlkreis erhalten hat. Das muss jeder selber bei Abgabe der Erststimme bedenken. Mit der Zweitstimme wählen Sie dann die Partei, die Sie im Bundestag haben wollen. Und wir bitten Sie alle, vor allem die Gegner des Projekts Stuttgart 21, bei der Abgabe Ihrer Erststimme die Stellungnahmen der Kandidaten zu S21 zu berücksichtigen. Wir werden diese Ergebnisse, die wir hier aufgelistet haben, im Laufe der Woche nochmal in einem kleinen Zeitungsinserat publizieren. An dieser Stelle. Ja. An dieser Stelle möchte ich den Aktivisten, die hier bei dieser Anzeige mitgemacht haben, vor allem auch finanzielle Opfer gebracht haben, ganz herzlich danken. Es wurde so reichlich gespendet, dass diese zweite Anzeige jetzt auch noch möglich ist. Und wir sehen darin auch ein Zeichen, wie sehr uns das Projekt auf den Nägeln bringt und wie viele Menschen hier mit Rat, nicht nur mit Rat, sondern auch mit Tat an der Beendigung des Projektes arbeiten wollen. Und nochmals herzlichen Dank für alle und Ihnen Dank fürs Zuhören.